Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Sommelier TV, schön, dass ihr dabei seid. Und ja, heute habe ich zwei Rotweine für euch. Und zwar wieder mal aus Deutschland. Und zwar vom Weingut Günter Steinmetz. Den Pinot Noir, trocken, unfiltriert vom Herrenberg. Und zwar, das Weingut ist zu Hause in der Region Mosel. Geführt wird es vom Stefan Steinmetz, ein Nachkommen. Und ja, ich habe von ihm, wie gesagt, den Pinot Noir unfiltriert für euch. Und zwar in der Vertikalen. Ich habe den Jahrgang 2010 und 2009 für euch. Und ja, bin schon ganz gespannt. Eingeschenkt habe ich mir mal diesen 2010er. Wir fangen mit dem Jungen an. Und wenn man ihn gegen das Licht hält, kann man schon sehen, ganz hundertprozentig klar ist er nicht. Er hat eine gewisse Trübung. Ist klar, er ist unfiltriert. Ist aber sehr, sehr spannend. In der Nase. Fruchtig, animiert, knackig, spritzig, dezente Würze hat er. Erinnert irgendwie an Exotik noch, Bananen, Honigmelonen, aber auch noch Äpfel, Birne, ein bisschen Quitte, Stachelbeeren. Ganz dezent auch noch Heu. Also schon ein bisschen was Grasiges ist auch in der Nase. Ist aber sehr animiert, macht eigentlich Freude auf den Genuss. Am Gaumen, schöne Fruchtsüße, erinnert an Kirschen, an Beeren, bisschen Holunder ist dabei, in erster Linie vorkommt das aber die Kirschbeeren-Sachen, also sprich Kirschen, Himbeeren und diese Fruchtsüße, wo es dabei ist, ganz dezent wieder diese Banane dabei, es ist wieder Apfel-Birnen-Mischung ist dabei, bisschen Marille oder beziehungsweise Aprikosen, macht aber Spaß, ist sehr lustig. Angenehm zum Trinken, spritzig, frisch, aufmunternd. Der Wein aus dem Jahre 2010 hat 13,9%. Das ist eigentlich ganz okay. Ganz normal eigentlich. Aber man merkt sie überhaupt nicht. Das sind sehr schön eingebunden. Das ist ein wunderschöner, langer Abgang. Mit sehr viel Frucht geprägt, sehr viel Frischeres dabei. Alkohol ist gar nicht spürbar. Gefällt mir, da kann man ruhig einmal zwei, drei Glasen trinken, problemlos, ohne dass man es sofort spürt. Als Speisenbegleiter natürlich sowieso sehr zu empfehlen, zu Kalb, zu Rind, zu Schwein, problemlos. Ja, eigentlich schon fast ein Allrounder, würde ich sagen. Den kann ich fast überall dazu empfehlen. Zu einer Brettliasen passt er sicherlich genauso gut dazu. Aber ja. Auch zur Schokolade kann ich wärmstens empfehlen, kann man das sehr, sehr gut vorstellen. Also wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Jetzt mit der, jetzt wo er Luft gekriegt hat, ist er gleich noch einmal voluminöser. Die Frucht kommt besser heraus. Das Gesamtpaket präsentiert sich einfach viel, viel feiner, besser, eleganter. Wirklich sehr schön. Nachher, Jahrgang 2009. In der Farbe bereits um einiges kräftiger, merkt man schon beim Einschenken. Ganz an dezenten Rand, aber nicht wirklich anders. Wir haben wieder die typischen Pinot Noir-Form, also eher auf der helleren Seite. Und das Auge ist bei Pinot Noirs aus meiner Erfahrung her eher selten wirklich tiefdunkel. Und das haben wir da auch nicht. Wir haben wieder diese klassische Trübung, was wir vorher schon gehabt haben beim Unfiltrierten. In der Nase ist die Frucht aber schon viel, viel feiner. Die gesamte Fruchtstruktur ist schon ziemlich präzise. Und dennoch sehr, sehr frisch. Wir haben wieder diese Aprikosensachen, wir haben wieder ein bisschen diese Exotik noch, Mango, Bananen, Stachelbeeren ist wieder dabei, wir haben eine dezente Würze bereits in der Nase auch. Etwas noch Ton, noch Erde, ist genauso, so wenn man rausgeht, noch ein Regen, irgendwie sowas haben wir auch in der Nase, aber jetzt nicht den Stadtregen, sondern schon den Landregen, wo man noch die Natur ein bisschen drinnen hat. Aber gefällt mir sehr, sehr gut, wohl? Animiert, bereits in der Nase sehr fruchtig und es erinnert eigentlich eher sehr so an diesen Fruchtcocktail, einen Fruchtkompott mit Beeren, ein bisschen Rumtopf ist dabei, ganz dezent. Irgendwie ein bisschen marmeladig. Erinnert irgendwie an die Marmeladen von Kirschen, Himbeeren, ganz dezente Süße.
am Gaumen sehr, sehr viel Kraft, aber trotzdem elegant, präzise, klar strukturierte Fruchtstruktur, angenehme Säure, schönes Tannin, richtig schön eingebunden schon, langer Abgang, nachhaltig, animierend vor allem ganz speziell, wieder ein toller Speisenbegleiter zu allem. Wieder mal ein Allrounder, gleich wieder 2010er. Und spannend eigentlich. Ob das Filtern jetzt damit zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber wirklich sehr, sehr top Wein eigentlich. Und ja, macht Spaß, macht Freude, kann ich empfehlen. Und probiert es einfach selbst einmal, das Weingut Günther Steinmetz unter der Führung von Stefan Steinmetz in der wunderschönen Mosel. Und ja, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.